Die dritte Episode von Loki ist vor kurzem erschienen und das heißt natürlich, dass es wieder Zeit wird für eine neue Analyse von mir, Dash. Und ihr könnt euch sicher sein, dass es diesmal wieder einiges zu besprechen gibt. Auch wenn es die bis jetzt kürzeste Episode war, die wir bekommen haben. So werden wir uns heute unter anderem über die wahre Identität von Lady Loki bzw. Sylvie, den wahren versteckten Plan der TVA und viel mehr unterhalten. Wie immer, falls ihr neu auf den Kanal gelandet sein solltet, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazulassen, um zukünftige Videos rund um das Marvel Cinematic Universe auch nicht mehr zu verpassen. Fangen wir mal an. Die ganze Folge beginnt wirklich sehr ungewöhnlich, denn wie sich herausstellt, wird uns eine Illusion von Sylvie gezeigt. Genau gesagt, unternimmt sie gerade eine Gehirnwäsche unter einer der Minutemen. Dieser Minuteman, in dessen Gedanken gerade herumgespielt wird, wäre diese eine, die Sylvie in der letzten Folge entführt hatte. Das wäre C20. Und hier offenbaren sich wirklich sehr interessante Details. Nicht nur bekommen wir mit, wie ungefähr die Gehirnwäsche von Sylvie aussieht, sondern wir bekommen auch einen genaueren Einblick in die Gedanken bzw. in das echte Leben von C20, den einen Mitarbeiter der TVA. Und dessen tief verborgene Gedanken sind ziemlich normal, denn diese befindet sich in irgendeiner Bar auf der Erde. Was ziemlich suspekt wird, denn wie wir in der letzten Folge eigentlich kennengelernt haben, ist es eigentlich so, dass jeder, der bei der TVA arbeitet, wirklich denkt, dass die Timekeeper sie auch erschaffen hätten und sie eigentlich nur leben, um zu arbeiten. Und da ihr einzig wahrer Aufenthalt auch wirklich nur in der TVA sein sollte, sollten sich solche Gedanken eines Menschen auf der Erde, der gerade ein bisschen Freizeit hat und Spaß hat, nicht verbergen. Was uns also offenbaren sollte, dass jeder einzelne Mitarbeiter der TVA eigentlich nicht von den Timekeepers erschaffen wurde, sondern tatsächlich einfach nur eine andere Variante, genauso wie Loki ist, die irgendwann entführt wurde und in der TVA platziert wurde, um zu arbeiten. Doch so wie es scheint, weiß das keiner der einzigen Mitarbeiter, da die Timekeeper wohl selbst nochmal dafür gesorgt haben, dass keiner sich an seine wahre Identität erinnern kann. Was es immer klarer und klarer macht, dass sich hinter den Timekeepers wirklich viel mehr verbirgt und hinter ihnen noch ein Plan steckt, der noch viel dunkler sein sollte. Was es immer mehr verständlicher macht, weshalb Sylvie eigentlich die Timekeeper stürzen möchte. Genaueres zu dem ganzen Thema der TVA-Mitarbeiter wird uns nochmal am Ende der Folge genauer erläutert, wozu wir dann später natürlich kommen. Aber das Ganze sollte euch jetzt endlich erklären, wieso C20 als auch B15 wirklich so eine krasse Angst ausgestrahlt haben. C20 hatte die ganze Zeit wiederholt, dass es wahr ist. Und als B15 nach ihrer Gehirnwäsche aufgestanden ist, sah sie auch so aus, als hätte sie gerade Leichen gesehen. Dies liegt daran, dass diese verschiedenen Varianten sich gerade an ihr wahres Leben erinnert haben und was für eine Lüge sie die ganze Zeit gelebt haben. Also ein ziemlich cooles, abgefucktes Detail, was es wiederum umso interessanter machen sollte, wie weit Loki jetzt eigentlich geht, um das Ganze zu enthüllen und was dann auch schlussendlich mit der TVA passiert, die wohl sicherlich kaum mehr Mitarbeiter hat, nachdem das Ganze erstmal bekannt ist. Während Sylvie auch ihre Gehirnwäsche betreibt, versucht sie auch herauszufinden, wie sie an die Timekeeper herankommen kann. Wobei wir eine komplette Unterhaltung über Brain Freeze bekommen und wie das Ganze funktioniert, was mich wieder komplett an dieses Lied erinnert. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Es tut mir leid, ich wollte es nicht einspielen, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Jedenfalls das Resultat aus dem Ganzen ist, wie wir aus der letzten Folge schon herausgefunden haben, Sylvie weiß, wo die Timekeeper sich verstecken und wie man zu ihnen kommt. Und so wie es scheint, erreicht man die Timekeeper ziemlich leicht einfach über den Fahrstuhl. Und jetzt, da der Weg zu den Timekeepers schon ein bisschen feststeht und sie immer mehr zu den Antagonisten gemacht werden, ist es wohl kaum mehr eine Frage, ob wir sie überhaupt noch in der Serie sehen werden. Das Ganze wird nämlich gerade zu gut aufgebaut. Jedenfalls geht es dann genau damit weiter, womit die letzte Folge geendet hat, und das wäre Sylvie, die gerade die TVA infiltriert. Hier bekommen wir sie gezeigt, wie sie gegen mehrere TVA-Mitarbeiter kämpft, Minutemen gänzlich ausschaltet und dabei fällt uns auf, dass sie ihre Magie benutzen möchte, diese jedoch nicht funktioniert. Was daran liegt, dass in der TVA Magie eben nicht funktionieren kann und alle anderen etlichen Kräfte, die es gibt. Das gleiche haben wir bereits schon bei unserem Loki gesehen oder auch bei den Infinity Stones, die ihren Touch verloren haben. Es gibt ein langes, cooles Hin und Her zwischen Sylvie und Loki, wie die beiden versuchen zu kommunizieren, was aber schlussendlich dann wieder darin resultiert, dass sie wieder schnell flüchten müssen. Und hierbei landen sie auf einen ganz neuen Planeten für uns und dieser wäre Lamentis 1 im Jahre 2077. Nun, Lamentis 1 ist nicht ein komplett neuer Planet, denn dieser existiert ja schon wie viele andere bereits in den Comics. In den Comics wäre dieser ein Planet, der am Rande des Territoriums der Kree liegt. Ihr wisst schon, die großen Antagonisten der Nova Corps oder eben das Volk, was versucht hat, Captain Marvel für sich zu gewinnen und zu manipulieren. Lamentis ist aber nicht irgendein Planet bzw. ein Mond, denn genau in dem Jahre, in dem wir hier gelandet sind, steht Lamentis auch kurz davor, komplett ausgelöscht zu werden, denn wie gewohnt sind wir wieder in eine neue Apokalypse geflüchtet. Und in diese Apokalypse droht wirklich Lamentis, von einem kompletten Planeten ausgelöscht zu werden, der gerade auf den Mond stürzt. So gesehen passiert hier gerade genau das gleiche im größeren Ausmaß, was Thanos auf Titan gemacht hat, indem er selbst mit dem Infinity Gauntlet den Mond gesprengt hatte und so gesehen mit diesem ganzen Gebirge unsere Avenger bombardiert hatte. Loki und Sylvie streiten weiter herum und hier bekommen wir auch mit, dass Sylvie auf keinen Fall Loki genannt werden möchte. Was uns immer mehr darauf hinweist, dass Sylvie wirklich ein
starkes Problem mit ihrer Identität als Loki hat und nicht als eine Variante angesehen werden möchte. Die ganze Folge lässt die ganze Identität von Sylvie immer noch als ein Geheimnis dastehen, dennoch macht sie, denke ich mal, ziemlich klar, dass sie immer noch eine Loki-Variante ist und nicht doch Sylvie die Enchantress. Mehr dazu sagt sie uns auch ein bisschen später. Dann kriegen wir fast einen Kissy-Kissy-Moment zwischen den beiden. Sylvie versucht wirklich Loki zu verhexen, aber es funktioniert einfach nicht, da Loki einfach, so wie es scheint, zu krass ist, was nochmal ziemlich interessant wirkt. Denn nach der Logik, wie Loki es uns erklärt hat, funktioniert es nicht, jemanden zu verhexen, dessen Verstand zu stark ist. Würde das Ganze dann theoretisch auch nicht mehr Doctor Strange funktionieren? Auf jeden Fall ein interessantes Detail. Des Weiteren finden wir heraus, dass der Plan von Sylvie wirklich schon seit Jahren in Machenschaft ist, was uns nochmal zeigt, was für ein großes Problem Sylvie eigentlich mit der TVA hat und uns auch gleichzeitig darauf hindeutet, dass sie schon eine längere Geschichte mit dem ganzen Konzept der Timekeepers hat. Dies wird uns wohl dann auch nochmal in der nächsten Folge genauer erläutert, was wohl wirklich Sylvies eigene Folge sein wird, indem wir wohl dann auch erfahren werden, weshalb sie eigentlich diesen riesigen Groll hegt. Zudem erfahren wir, dass der Name Sylvie für sie so gesehen ein Alias ist. Das heißt, Sylvie ist nicht ihr richtiger Name, sondern sie benutzt ihn einfach als bessere Alternative. Was unsere ganze Theorie wirklich immer mehr unterstützt, dass es sich hierbei nicht um Sylvie the Enchantress handelt, sondern wirklich um eine Loki-Variante, die eben ein bisschen Inspiration von diesem Comic-Charakter nimmt. Nun, ihr müsst bedenken, dass Sylvie, beziehungsweise unsere vermeintliche Lady Loki hier jetzt, auch einfach ein komplett neuer Charakter sein kann, der noch nicht in den Comics eingeführt wurde, bei dem man sich einfach entschieden hat, Inspiration von Lady Loki als auch von Sylvie zu nehmen. Dies ist wohl die einfachste Art und Weise, um diesen Charakter darzustellen. Aber ja, wenn ihr mich fragt, ist Sylvie ohne Frage eine Loki-Variante. Auf der Suche nach ein bisschen Energie für das Tempad, um wieder in eine andere Zeit bzw. an einen sicheren Ort zu reisen, kommen unsere Gefährten in einer kleinen Stadt an, die wirklich richtig starke Western-Fallout-Vibes hat. Allgemein, der ganze Planet wirkt wirklich sehr postapokalyptisch, was natürlich wirklich sehr passend ist, da wir uns auch gerade in einer Apokalypse befinden. Und in dieser Stadt haben wir dann auch unsere allererste Begegnung mit einer älteren Dame, von der unsere beiden Lokis weggeballert werden. Speziell diese Szene gibt es auch mal eine kleine Anspielung darauf, dass man hier ein bisschen auf das Western-Setting anspielen möchte, denn bei der Dame im Häuschen können wir ein Bild von ihr und ihrem Mann erkennen, was eine klare Parodie von American Gothic ist. Dieses berühmte Bild, das ihr sicherlich mal gesehen habt. Weiterhin auf der Suche nach Zuflucht kommen sie bei einem Evakuierungszug an, bei dem sie sich relativ leicht hineinschmuggelt. Und hierbei erfahren wir lustigerweise, dass Loki, so wie es scheint, nicht rückwärts in einem Zug sitzen kann. Dann wird es aber auch Zeit für das wohl inhaltlichste Gespräch zwischen den beiden, und zwar die beiden tauschen sich über ihr eigenes Leben aus, indem wir ziemlich viel über Loki als auch Sylvie selbst erfahren. Das wohl interessanteste hierbei sind wohl die Erinnerungen von Sylvie an ihre Mutter, denn diese sind so gut wie nicht existent, was ein drastischer Unterschied zu Loki ist, dessen Mutter ja eigentlich Freya war und die erst in seinem späten Alter verstorben ist. Das zeigt uns wieder auf, was für Unterschiede verschiedene Arten von Charakteren wirklich in den anderen Universen haben können. Loki ist sein ganzes Leben lang mit einer liebenden Mutter aufgewachsen, während Sylvie diese eben nicht hatte, obwohl sie auch nur eine Variante von Loki ist. So kann es sein, dass die Freya aus ihrem Universum einfach viel früher verstorben ist oder überhaupt nicht existent war. Gut möglich ist es sogar, dass Odin nicht mal Sylvie adoptiert hatte, sondern jemand anderes, wie zum Beispiel Hela. Das würde vielleicht erklären, weshalb die Erinnerungen an Hela, so gesehen also ihre Mutter, nicht allzu stark sind. Zeitlich könnte dies Sinn ergeben. Solche Änderungen kann es definitiv bei den verschiedenen Versionen geben, genauso wie, dass Sylvie eben nicht männlich ist, sondern weiblich. Das ist auch keine andere Identität, die sie angenommen hat, denn von Geburt auf heißt sie auch Sylvie Laufidotir. So gesehen das Äquivalent von Loki Laufison. Das Son steht hierbei für einen Jungen, weshalb Loki auch mit Nachnamen Laufison heißt und Sylvie heißt Laufidotir für Tochter. Des Weiteren erzählt sie uns, dass sie eine Beziehung mit einem Postmann hatte, und es gibt eigentlich nur zwei richtige Postmen im MCU. Da hätten wir zu einem natürlich den Postmann aus Westview, der uns in WandaVision eingeführt wurde, oder eben ein ziemlich legendärer Postmann, der Stan Lee gewesen wäre. Wer weiß, vielleicht hatte sie ja wirklich etwas mit einem von denen umlaufen. Loki gibt uns dann eine wunderschöne Gesangseinlage und zeigt doch mal den feierlichen Loki, den wir zuvor nie wirklich gesehen haben, außer eben in Thor Ragnarok, wo Loki wirklich sein bestes Leben gelebt hat. Und kommt es nur mir so vor, oder gibt es zwischen Loki und Sylvie ein paar Funken? Vor allem während der Gesangseinlage wirkt es wirklich so, als würde man eine Romanze zwischen den beiden anspielen wollen, was man, I guess, machen kann, aber ziemlich weird wäre. Denn wir dürfen immer noch nicht vergessen, wenn das wirklich passieren sollte, dann wäre Loki wirklich mit Loki zusammen. Sie sind so gesehen immer noch die gleiche Person. Selbstverliebter kann man nicht sein. Mal schauen, was da noch passiert. Loki zieht dann den legendären Move von Thor ab, aus dem allerersten Thor-Teil, und möchte einen weiteren Drink. Drink, I like it. I know, it's great, right? Another!
Dann artet das ganze Geschehen aus, ihre Deckung ist aufgeflogen und wir befinden uns in einem großen Kampf. Hierbei zieht Sylvie einen ziemlich interessanten Move ab, denn sie benutzt ihre Krone als Waffe, genauso eben wie Loki es in Thor Ragnarok getan hatte. Solche kleinen Details zeigen uns wirklich, dass diese zwei Charaktere wirklich Varianten voneinander sind und sich wirklich im Kern sehr ähneln. Loki wird aus dem Zug rausgeschmissen und landet ziemlich unsanft und hierbei zieht er nochmal den gleichen Move ab zum dritten Mal. Einmal hat er diesen Move in Thor Ragnarok abgezogen, dann direkt wieder in der zweiten Folge von Loki und in der dritten Folge sehen wir ihn wieder, wie er das gleiche tut. Scheint so, als würde man einen Running Gag damit aufbauen wollen. Nachdem sie dann aus dem Zug herausgeflogen sind, stellt sich heraus, dass das Tempad kaputt gegangen ist, was es für sie umso schwieriger macht, von den ganzen Planeten zu fliehen. Was man hierbei bedenken sollte, ist, dass es möglicherweise auch nur eine Illusion von Loki ist, denn er ist der Gott des Schabernacks und er hat immer etwas in der Rückhand. Deswegen ist bei ihm meistens immer nicht alles so, wie es scheint, wie wir es eben schon gewohnt sind. Möglicherweise hat er es extra so scheinen gelassen, als wäre das Tempad kaputt gegangen, um eben Sylvie nochmal etwas näher zu kommen. Auf irgendeine Art und Weise werden sie dieses Tempad aber definitiv wieder reparieren können, selbst wenn es wirklich kaputt ist, denn die ersten Trailer haben uns bereits eine Szene auf dem gleichen Planeten gezeigt, indem sie durch eine Zeittür gehen und von dem Planeten entkommen. Alles wird also gut verlaufen. Wir bekommen auch Sylvie gezeigt, wie sie nochmal ihre Magie benutzt und dann eine kleine Schockwelle herauslässt. Es ist ein bisschen ähnlich wie genau das, was Loki getan hat, als er wirklich innere Trauer gespürt hat und sozusagen einen kleinen Wutanfall hatte in Thor The Dark World und er dann alle Stühle weggeworfen hatte. Die Kräfte der beiden haben also wirklich eine gewisse Ähnlichkeit, auch wenn sie sich in manchen Dingen unterscheiden. Dann kommen wir wohl zu einer der wichtigsten Details in der ganzen Folge. Und hier geht es um die TVA-Arbeiter und ihre wahre Herkunft, denn Sylvie erzählt uns wirklich, wer die TVA-Arbeiter wirklich sind. Hier erzählt sie uns speziell von dem Verfahren von C-15 und was sie bei ihr gesehen hat. Und hier stellte sich heraus, dass die Erinnerungen, die tief in sie vergraben waren, über hunderte Jahre alt sind. Und die Erinnerungen, die man aufgefunden hat, waren ein Beweis dafür, dass sie ein Mensch ist. Was uns also den Beweis gibt, dass alle Mitarbeiter der TVA auch wirkliche Menschen sind. Richtige Varianten, die von ihrer Zeit genommen wurden und eingestellt wurden. Jedoch weiß kein einziger von ihnen etwas davon und denkt, die Timekeeper hätten sie erschaffen. So gesehen haben die Timekeeper die TVA mit kompletter Manipulation aufgebaut. Was gute Typen nicht normalerweise tun. Das Ganze empört natürlich Loki, weshalb er sich natürlich auch jetzt als Ziel setzen wird, wenn er sowieso nicht schon davor hatte, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dieses Detail, dass zum Beispiel C-20 tief vergraben in ihrem Kopfe wirklich Erinnerungen von sich selbst als Mensch hat, erklärt uns aber eigentlich auch, dass manche TVA-Arbeiter schlussendlich auch menschliche Gelüste haben können. Wie zum Beispiel auch Mobius, der uns in der letzten Folge gezeigt hat, dass er ziemlich krass auf Jetskis steht. Jetzt mal ernsthaft, welcher Mensch steht nicht auf Jetskis? Möglicherweise hatte Morbius in seiner Vergangenheit viel mit Jetskis zu tun, war ein kleiner Surferboy oder was auch immer. Und das sind einfach nur Bruchstücke seiner wahren Erinnerungen, die einfach bei seinem jetzigen Ich geblieben sind. Genauso steht es natürlich auch mit den Softdrinks, die er immer am Trinken ist. Er trinkt immer speziell eine bestimmte Marke, was wohl auch daran liegt, dass sein wahres Ich wirklich von der Zeit kommt, in dem eben diese Marke dominiert hat und noch existierte. Das erklärt also endlich diese komischen kleinen Items und Details, die bis jetzt in der TVA versteckt wurden. Sylvie und Loki sind dann auch in der Stadt angekommen, wo die Arche auf sie wartet, mit der sie eigentlich vorhaben zu flüchten. Und wenn wir uns die Stadt an sich anschauen, fällt direkt auf, dass die ganze City einen kompletten Cyberpunk-Vibe hat. Was wohl auch kein Zufall ist, denn wenn wir uns erinnern, in welchem Jahre gerade diese Szene spielt, dann können wir eine klare Referenz ziehen. Denn wir sehen gerade Lamentis 1 im Jahre 2077. Was ist wohl das bekannteste Cyberpunk-Wert auf unserem Planeten? Ganz genau, Cyberpunk 2077. Zufall? Ich denke nicht. Während die beiden sich in der Stadt befinden, haben sie natürlich extrem Zeitdruck, um auf die Arche zu kommen. Und währenddessen stürzt auch der andere Planet auf Lamentis ab. Und es herrscht komplettes Chaos. So wird uns auch eine coole Fluchtszene mit den beiden gezeigt, was so gehandelt wird, als wäre das Ganze wirklich ein einziger Shot. Und hierbei wird uns wieder mal ziemlich interessant gehighlightet, was für Kräfte Loki eigentlich hat. Denn hier bewahrt Loki wirklich einen riesigen Turm vorm Abstürzen und scheint ihn wohl mit telepathischen Kräften zurückzuschlagen. Dass Loki telepathische Kräfte hat, wurde uns jetzt schon in der letzten Folge richtig etabliert. Man hätte es schon in Thor in the Dark World ahnen können, aber jetzt seine Kräfte genau gehighlightet zu bekommen, ist eigentlich schon ziemlich cool. Diese scheinen auch nicht ziemlich schwach zu sein, denn er hat halt wirklich einen dicken, fetten Turm wieder hochgehoben. Ein bisschen sieht es aber auch so aus, als wäre es wirklich so gewesen, als hätte er die Zeit zurückgespult, womit es auch etwas auf sich haben könnte, denn wir hatten ja eine kleine Szene in der ersten Folge gehabt, in dem Loki einen Timestone in der Hand hatte und ihn ganz begehrungsvoll angeschaut hat. Man könnte jetzt Theorien spinnen, dass das etwas mit dem Timestone zu tun hatte, Loki den Timestone so gesehen gestohlen hat und damit diesen Turm so gesehen zurück in der Zeit gesendet hat. Aber ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, denn immer wenn der Timestone bis jetzt benutzt wurde, sei es jetzt Thanos, Doctor Strange, The Ancient One, kam immer irgendwie eine grünliche Aura mit her, die diesmal kein bisschen zu sehen war.
Deswegen sage ich es einfach mal, das war wirklich ein Resultat von Lokis Kräften. Loki und Sylvie kämpfen dann nochmal gegen zwei verschiedene Personen und ziehen währenddessen so gesehen nochmal die genauen gleichen Moves ab, was uns nochmal klarstellen soll, dass uns hier gerade ein Spiegel vorgesetzt wird. Denn die zwei Personen sind so gesehen die gleichen, es sind zwei verschiedene Varianten. Und dann bekommen wir aber auch schon die erschütternde Nachricht und die Arche wird in die Luft gesprengt. Unsere Lokis haben es leider nicht rechtzeitig geschafft. Aber irgendwie werden sie es wohl doch noch schaffen, von Lamentis zu entkommen. Aber ja, das wäre eigentlich alles Großartige aus der dritten Episode von Loki. Ich hoffe, ich konnte alles nochmal detailreicher für euch erklären und mehr Einsicht in das Ganze geben. Falls ihr nochmal coole Ideen zu der ganzen Episode habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo nicht vergessen, um zukünftige Videos rund um Loki nicht mehr zu verpassen. Falls ihr es noch mehr sehen möchtet, dann checkt doch auf jeden Fall noch meine Review aus, aka meine Reaction zu der dritten Loki-Folge, meine Reaction zu den ganz neu erschienenen Shang-Chi-Trailer oder eben ein komplett neues Video, in dem ich eine Tierliste aller kommenden MCU-Projekte gemacht habe. So gesehen die komplette vierte Phase gerankt. Es gibt also einiges für euch zum Schauen. Haltet die Augen offen, morgen gibt es noch die Analyse zum neuen Shang-Chi-Trailer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, love you 3000.